So, und damit wieder herzlich willkommen zurück bei Empires of the Underground und mit der entscheidenden Schlacht, so wie es aussieht. Ich habe ein bisschen umgebaut. Ich habe die großen Ameisen, die Blattschneiderameisen, komplett rausgenommen, habe die Nahrung quasi wiederbekommen und habe es jetzt mal in diese, ja, in diese grauschwarze Ameise, ja, das ist ja auch so relativ tanky, investiert. Und wir haben jetzt eine viel, viel größere Masse an Ameisen. Ich weiß aber nicht, ob das effektiver ist oder nicht. Also keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wir werden es jetzt einfach testen. I'm Ja? afraid we've run out of time. If Schade, dass ich this jetzt nicht matter, the vorspulen kann, nest ehrlich isn't gesagt. perfect. Wir haben Run noch the experiment, 226 then Nahrung. clear out the specimens and bleach the equipment. Yes, I know. I'm doing it. And when you are finished here, I think we should have a word about your conduct around the laboratory. I think we should have a word about your conduct around the laboratory. What was that? Nothing. Nothing. Starting So, wir versuchen es jetzt hier halt mit der Let me know when tankigen you have a result. Variante quasi, ja. Und sobald die hier drinnen Okay, sind, little pushen wir nach lambs. vorne, ja. This is it. The winner will have the privilege of joining me for the ultimate test. The real final experiment. The loser will be relegated to the Also wir wastes könnten natürlich below. probieren, direkt anzugreifen. Oder wir probieren es mit der All Defensive. materials are connected. Let the war commence. Also ich probiere mal mit der Defensive. Ich probiere zuerst mal mit der Defensive und danach können wir gerne nochmal probieren, bevor die alle überhaupt hier rauskommen, dass wir den sofort I angreifen. Ja, wonder dass wir uns hier vorne schon mal who'll strike positionieren, damit first. wir nur noch rüberlaufen müssen. Das ist so meine zweite Strategie, die ich noch habe. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was wir denn noch machen. Wir könnten die ganzen Missionen nochmal spielen, um noch stärker zu werden, um noch mehr Nahrung zu bekommen und alles. Noch mehr Gebiete. Ich glaube, das wäre noch eine Möglichkeit. Das würde ich dann aber in Osgrimm, glaube ich, vorbereiten. Weil die ganzen Missionen doch mal spielen. Ja, ich glaube, das wird zu eintönig. Ja, das habt ihr ja alles schon mal gesehen. Ich glaube, das wäre der einzigste Weg, hier zu gewinnen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir müssen mal gucken, wie wir es machen, ja? Okay, da kommen sie. Kommen auch die anderen. Die hier sind schon relativ stark, aber hier diese. Wo sind sie? Wo sind sie? Die sind noch nicht da. Die roten sind auch schon verdammt gut. Da gibt es aber noch hier diese weißen. Mit diesen roten Leuchten. Die sind richtig böse. Okay, Attacke. The Raptors finally meet. Interesting combination. Attacke? I wonder which is more effective. Okay, wir haben jetzt vorne die Tanks und hinten die Schnellfeuerameisen. Da, die hier meine ich, genau. Die hier sind relativ, finde ich jedenfalls relativ sehr stark. So, mal gucken, ob Masse statt Klasse besser ist. Bis jetzt halten wir noch gut gegen. Aber das hat jetzt noch nichts zu sagen. Noch haben wir ein bisschen Nahrung, um nachzuproduzieren. Ihr seht, es wird immer wieder 5 Nahrung dafür geopfert, um nachzuproduzieren. Aber auch irgendwann ist diese Nahrung weg. Ja. Müssen wir mal gucken, wie wir es am besten hinkriegen. Okay, noch ist das eine relativ gute Taktik und wir halten noch lange durch. Es scheint, dass es eine bessere Taktik ist als diese Blattschneiderameisen. Aber jetzt kommen hier diese rot leuchtenden Viecher dazu, ja? Und die machen uns halt seine Probleme. Und genau das ist auch wieder der Fall. Die Schnellfeuerameisen haben halt absolut keine Verteidigung. Die brauchen halt irgendwas Tankiges davor und unsere Tanks sind quasi weg. Diese Roten sind einfach kranke Kacke. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was das für welche sind. Ja, gut, das war's wieder, ja. Die haben uns halt wieder besiegt. Oh, dear. Could our colony be in trouble? Ja, okay, haben uns wieder besiegt. Das heißt, wir müssen. Nee, warte, eine Strategie wollten wir noch probieren, ja? Eine Strategie wollten wir ja noch probieren. Und zwar auf Direktangriff.
bevor alles hier überhaupt ins Rollen kommt. Das heißt, wir müssen hier an diesen Rand mit unseren Ameisen. Wir könnten aber schon mal starten. I'm afraid we've ran out of time. It doesn't matter if the nest isn't perfect. So. Run the experiment. Sammelt euch bitte alle hier. The specimens and bleach the equipment. Yes, I know. I'm doing it. Dann gehen wir sofort hier rein, ja, sobald wir die Möglichkeit haben. I think we should have a word about your conduct around the laboratory. Sobald offen ist, gehen wir rein. What was that? Nothing. Starting the experiment. Good. Let me know when you have a result. Warum muss die Wissenschaftlerin auch immer rausgehen? Was soll das? Okay, my little ants. This is it. The winner will have the privilege of joining me for the ultimate test. The real final experiment. The loser will be relegated to the waste disposal. Okay, wir gehen sofort hier rüber, ja? Sobald ich hier klicken kann, jetzt. Gehen wir sofort in den Angriff. Let the war commence. Ja. Warum tummeln sich immer noch so viele hier hinten? Ah, okay, sobald ich hier in den Angriff gehen möchte, kommen die sofort raus, ja? Also es spielt keine Rolle, ob ich jetzt direkt angreifen möchte oder nicht. Okay. Ja, jetzt kommen die sofort raus, ja. Und unsere sind noch bei weitem nicht alle da. Wo piekst du denn hin? Ja, na klar, wieder mitten bei uns rein. Guck mal, wie viele da gestorben sind. Warum fast alle von uns? Okay, also diese offensive Strategie ist... ist nicht das Richtige, glaube ich. Weil so gehen wir noch viel, viel schneller drauf. Ist ja schön, dass die jetzt alle nachkommen. Aber... drinnen kämpfen, aber ich glaube, das wird auch nichts mehr bringen. Wir haben auch nicht mehr unsere volle Stärke. Hä? Die Maulwurfsgrün? Was? Will der mich verarschen? Be careful, my queen. I'm not finished with you yet. Gleich müsste ihre Spezialfähigkeit wieder losgehen. Okay, also diese Spezialfähigkeit ist ja nun mal mega. Ist das Nahrung? Das ist zusätzliche Nahrung. Schön, dass die Nahrung hier vorne ist, ja. Das macht sehr viel Sinn. Das ist der einzige Weg, um an Nahrung ranzukommen. Aber es bringt uns nicht viel, wenn unser Nahrungsdepot hier vorne ist. Das heißt, ich müsste das alles nochmal ein bisschen überdenken. Was ist denn da los? Okay, pass auf, ich gebe trotzdem noch nicht auf. Ich will das Spiel gerne durchspielen. Ja? Ich würde sagen, pass auf, für diese Folge war es das erstmal. Ich werde ein bisschen Vorkehrungen treffen heute, am heutigen Tag. Und werde da nochmal eine Aufnahme zu machen. Ich will das auf jeden Fall schaffen. Und denn wir werden ein bisschen was umstrukturieren. Ja, wir werden ein bisschen was umstrukturieren. Ich gebe trotzdem noch nicht auf. Gut, pass auf, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich weiß, die Folge ist jetzt sehr, sehr kurz, aber ich werde die umstrukturieren. Das kriegen wir schon hin, ja? Wir werden das Ding schon schaukeln. Juti, ich bedanke mich trotzdem fürs Einschalten, fürs Zuschauen, auch wenn wir heute wieder verloren haben. Nächste Folge, nächstes Glück, nicht wahr? Haut da rein, tschüss!